Also, ich nehme mir ein Vanilleeis und gebe es in den Mixer. Was könnte ich noch gebrauchen? Ekelhafter Schimmelkäse. Das werde ich jetzt zusammenmixen. Sieht ganz schön hübsch blau aus. Wunderbar. Riecht aber richtig ekelhaft. Das kommt jetzt in die Eismaschine. Und fertig ist die Eiscreme. So ein Eis sollten wir noch dekorieren. Mit Würmern am besten. Voll eklig. Das kommt hier hin. Und jetzt mache ich ein leckeres Eis. Rotes Eis. Womit soll ich das nur vermischen? Ah ja, genau, mit diesem wunderbaren Gel. Ein bisschen rot, ein bisschen blau. Und schon bekommen wir wunderbares Lila. Himbeerfarbe. Wunderbar. Diese Mischung kommt in die Maschine. Oh, schaut euch diese wunderbare Farbe an. Und der Geschmack ist unglaublich. Hier kommen noch ein paar M&Ms drüber. Super. Was kommt hier rein? Ich frage mich, wer welches bekommt. Ich will anfangen, okay? Oh ja, das sieht lecker aus. Und das schmeckt auch lecker. Ich will auch so eins. Wunderbares Eis. Das schmeckt total. Und die Waffel auch. Ich liebe es. Und jetzt bist du dran. Okay. Alles klar. Was ist das denn? Sowas werde ich auf keinen Fall essen. Du musst es aber. Voll ekelhaft. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh je, schneller, desto besser. Ich kann gar nicht hinschauen. Oh, ich habe noch nie was Schlimmeres gegessen. Vielleicht werde ich sterben. Gleich könnt ihr was erleben. Dieses Vanilleeis ist genau das Richtige für meine Idee. Wunderbar. Nice. Womit sollte ich das vermischen? Ich glaube, ich nehme mir Senf. Eiscreme mit Senf. Das wird wunderbar. Ein einzigartiger Geschmack. Die Farbe wird sicher schön sein, aber das wird mega eklig schmecken. Ich frage mich, wer das wohl bekommen wird. Mein Supergemisch ist fertig. Schon habe ich daraus Eis gemacht. Super. Als Topping nehme ich etwas Katzenfutter. Oh, wie ekelhaft. Das kommt hier rein. Und jetzt mache ich was Leckeres. Dafür nehme ich mir Schokoladeneis. Vermische es mit Erdbeersoße. Ist ja toll. Eine große Menge davon. Es wird süß und lecker. Jetzt schön vermischen. Toller Geschmack. Das ist genau das Richtige. Das kommt in die Eismaschine. Das wird das beste Eis überhaupt. Und da kommen noch ein paar Cornflakes obendrauf. Sieht toll aus. Hier, du kommst hier rein. Na, wer wird das wohl probieren? Voll interessant. Wer von uns ist der Glückspilz? Ich habe gewonnen, also kann ich anfangen. Sieht interessant aus. Oh, das schmeckt aber richtig eklig. Oh, ich kann das gar nicht verdauen. Okay. Einfach nur runterschlucken. Katzenfutter mit Senf. Jetzt bist du dran. Na gut. Oh ja, da sind Cornflakes drauf. Oh, das ist Schokolade. Ich liebe es. Das werde ich auf jeden Fall aufessen. Jetzt nehme ich mir wieder Vanilleeis. Das ist ganz einfach. Aber hier muss noch was reinkommen. Wie eklig. Fisch. Stinkt ja richtig. Ich habe noch nie ein Fischeis gemacht. Und da kommt noch ein bisschen Brokkoli mit rein. Ich frage mich, was daraus wird. Die Farbe sieht eigentlich ganz nett aus. Aber ich weiß ja, was da drin ist. Hier fehlt noch ein bisschen Topping.
Wie wär's denn mit Marshmallows? Ich bin mir sicher, das wird nicht lecker sein. Ab in die Box. Und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Vanilleeis und vermische es mit Seetang. Ja, das wird mega eklig. Seetang-Eis, das jemals jemand probiert? Oh mein Gott! In die Eismaschine und daraus wird jetzt Eis gemacht. Hier fehlt auch noch ein schönes Topping. Wie wär's dann mit ein paar bunten Streuseln? Das sieht ganz schön sympathisch aus, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das schmeckt. Fertig. Soll ich diesmal anfangen? Was ist denn das? Oh, das sieht ja köstlich aus. Wunderschön. Wonach schmeckt denn das? Oh mein Gott. Schmeckt's dir nicht? Ich muss mich zusammenreißen, das schnell aufessen. Oh, voll furchtbar. Jetzt bist du dran. Alles klar, was erwartet mich wohl? Was für eine schöne Farbe mit Marshmallows. Oh nein, das schmeckt aber gar nicht gut. Ich hab mich geirrt. Come on. Na los, du musst es aufessen. Ich kann nicht. Du musst. Ich versuche es. Das ist einfach unmöglich. Na, was erwartet uns diesmal? Alles klar. Ich nehme mir wie immer übliches weißes Eis. Und für die Farbe und den Geschmack füge ich ein paar rote Zwiebeln hinzu. Genau so. Und als Krönung gibt's Nutella. Ich schätze, der Nutella-Geschmack wird dieses Eis nichts anhaben können. Das ist ja schon mit Zwiebeln. Wow, diese Farbe sieht einfach wunderbar aus. Wobei der Geruch... Nee, das will ich echt nicht wissen. Jetzt mache ich daraus Eis. Die Farbe sieht appetitlich aus. Und obendrauf ein paar Gummibärchen. Schön, aber ich bin mir sicher, dass das richtig eklig sein wird. Was mache ich sonst noch? Oh, ich nehme mir dieses wunderschöne Regenbogeneis. Wunderbar. Und da füge ich ein paar Hühnerbeine rein. Und ein bisschen Coca-Cola. Die gesamte Flasche. Na also. Oh yeah. Ach ja, den Ketchup hätte ich ja fast vergessen, um die Wirkung zu stärken. Was für ein ekelhaftes Eis wird das denn? Das würde ich echt nicht gern probieren. Das kommt jetzt in den Eisautomaten. Sieht interessant aus. Mit ein paar weißen Streuseln? Ganz schön stilvoll. Aber ich weiß ja, dass das mega eklig ist. Nun, Mädels, probiert das. Du, ich. Ich fange an. Oh, was habe ich denn da? Sieht ganz schön interessant aus. Und wie schmeckt das? Das kann man ja gar nicht essen. Voll eklig. Ah, geschieht ihr zu Recht. Na warte, ich werde dich gleich aufessen. Was ist das? Hähnchen mit Cola? Probier deins. Ja, ich bin dran. Lila Eis mit Gummibärchen. Oh mein Gott. Das ist ja voll das schreckliche Eis. Was ist denn mit deinem Gesicht los? Ich kann das nicht essen. Du musst aber. Wenn du drauf bestehst. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Mach's gut. So viele Zutaten. Ich nehme mir Vanilleeis als Basis. Womit könnte ich es diesmal vermischen? Diesmal nehme ich mir leckere, süße Oreo-Kekse. Genau das Richtige. Aber ein paar Nuggets gebe ich auch noch mit hinein. Ich frage mich, wie das schmecken wird. Alles schön vermischen. Das wird ganz schön unerwartet. Aber ich weiß nicht, ob das schmecken wird. Nuggets sind zwar cool, aber mit Oreo? Ich weiß nicht. Da kommen noch ein paar Pommes frites drüber. Wunderbares Experiment. Sowas hat es sicher noch nicht gegeben. Und dieses Eis werde ich so machen. Ich nehme mir Schokoeis. Sieht lecker aus. Und gebe da ein paar leckere Erdbeeren hinein.
Alle Erdbeeren, die ich habe, kommen da rein. Und ein paar von diesen Sushi. Ich frag mich, was daraus wird. Alles schön vermischen. Die Farbe sieht gar nicht schlecht aus, aber ob es schmecken wird? Nice. Daraus mache ich jetzt ein Eis. Und kippe ein paar Schokoraspeln drüber. Wie appetitlich. Aber den Geruch des Fisches kann ich schon spüren. Das war's auch schon. Mal sehen, wer welches Eis bekommt. Diesmal kannst du anfangen. Sieht appetitlich aus. Und wie schmeckt es? Na, so lala, ich weiß ja nicht. Du solltest deins auch probieren. Okay. Auf jeden Fall. Das sieht schokoladig aus. Schmeckt aber irgendwie komisch. Aber ich werde trotzdem alles aufessen. Ich habe den Geschmack nicht verstanden. Und du? Ich auch nicht. Aber wir haben trotzdem alles aufgegessen. Ich bin bereit anzufangen. Oh, was für eine unangenehme Überraschung. Ich hasse alles, was scharf ist. Das tut mir wirklich leid für dich. Mal sehen, was mich erwartet. Yeah, ich krieg eine Kinderüberraschung. Yummy. Oh, ich liebe diese Schokolade. Ich glaube, es gibt echt nichts Köstlicheres auf der Welt. Mach den Mund zu und mach dich an deine Schote. Ich will aber nicht. Die wird doch mega scharf sein. Aber vielleicht kann ja die Schokolade das Problem lösen. Das muss ich probieren. Wobei, Moment mal, ich muss ja nicht unbedingt beißen. Ich kann einfach die Schokolade ablecken. Nein, so geht das nicht. Oh Mann, ich wusste, dass du das sagen würdest. Okay, schließlich bin ich tapfer und kann das schaffen. What? Oh nein, jetzt brennt mein Mund. Ich glaube, ich brauche hier einen guten Schutz. Ich kann das nicht mehr zurückhalten, ich brenne. Könntest du bitte in die andere Richtung Feuer speien? Tut mir leid, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Oh ja, das fühlt sich echt viel besser an. Was für eine Erleichterung. Es ist endlich vorbei. Da bin ich froh. Hey, was lachst du so, Susie? Dein ganzes Gesicht ist voller Ruß. So ist besser. Nein, bloß nicht das. Mein Schokoeis geschmolzen. Das war ein Zufall, tut mir leid. Das interessiert mich nicht. Aber da ist ja noch das Überraschungsei drin. Fantastisch! Und da ist ja noch ein klitzekleines Kinderüberraschungsei drin. Ich muss sofort die Verpackung abnehmen. So ist gut. Jetzt kann ich es probieren. Ah ja, das will ich ja noch in die Schokolade tunken. Das wird sicher noch leckerer schmecken. Kann ich auch was haben? Nein, sicher nicht. Ein Ei hast du mir bereits schon ruiniert. Mann. Nächste Runde, wie aufregend. Lass mal schauen. Hui, das sind ja Poppets. Sehen super aus. Ich will Erste sein. Komisch, das fühlt sich ja voll seltsam an. Ist das Ding kaputt? Keine Ahnung. Ich muss mal genauer hinschauen. Oh Mann, ich habe das Ding zerstochen. Jetzt ist da ein Loch drin. Wie komisch. Oh. Ah, das Poppet riecht ja toll. Wow, das ist ja Fruchtgummi. Großartig. Ist ja eine schöne Überraschung. Hoffentlich ist meins auch essbar. Das geht ja gar nicht. Daran kann ich mir ja die Zähne zerbrechen. Aua, das hat wehgetan. Oh. Beim nächsten Mal wirst du dir das nicht in den Mund legen. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss meinen lecker Schmecker-Poppet noch in die Schokolade tunken. Jetzt ist das Ding noch besser geworden. Sowas habe ich noch nie probiert. Kannst du mir auch was abgeben? Nur ein Stückchen. Nein, sicher nicht. Ah, dann werde ich wohl einfach so mit meinem Poppet spielen müssen. Ah, ich glaube, ich habe mir was überlegt. Ich werde mein Poppet einfach mit Schokolade auffüllen. Hey, wo willst denn du hin? Jetzt muss ich das in den Kühlschrank stecken. Wow. So. Und jetzt ein bisschen abwarten. Ich glaube, wir sind soweit. Genau gut.
Die Schokolade ist hart geworden. What's the matter? Wo warst du denn so lange? Das siehst du gleich. Schau mal, ich habe einen Schokopuppet bekommen. Yummy. Ist das nicht cool? Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen Schokolade hinzufügen. Und jetzt probieren. Das ist einfach fantastisch. Mm. What? Kannst du mir vielleicht auch was abgeben? No. Das kannst du vergessen. Mann, bist du gierig. Oh. Dann werde ich mir einfach dein Puppet wegnehmen. Jetzt gehört es mir. Oh, ich mag diese Knöpfe. Und noch mehr und noch mehr. Das ist so schön entspannend. Hey, das war mein Puppet. Gib es zurück. Du brauchst es doch eh nicht. Gib her. Was hast du angerichtet, Mia? Du hast es zerrissen. No. Susie, wo bist du? Das Puppet ist ruiniert. Du hättest es mir nicht wegnehmen sollen. Wobei, man kann damit immer noch spielen. Ah, du hast ja recht. Voll cool. Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, was da drin ist. Dann leg doch los, Susi. Ein Maiskolben? Ich glaube, du hast mehr Glück, oder? Okay. Yeah, Eis am Stiel. Da hattest du recht. Warum ist das Leben so ungerecht? Ich wäre gerne an deiner Stelle gewesen. Ich kann dir was abgeben. Yeah. Danke. Ha, reingefallen. Du hast mich ausgetrickst. Das war mega lustig. Okay, jetzt will ich aber mein Eis auch in die Schokolade tunken. Wow. Das ist so mega lecker. Die Schokolade passt perfekt zum Eis. Ich will auch was probieren. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich das ohne deine Hilfe schaffe. Oh ja, ich kann euch allen beibringen, wie man Eis am Stiel essen muss. Ich glaube, niemand kann dich darin schlagen. Das kannst du laut sagen, aber irgendwie ist es ganz schön kalt hier. Hey, Mia, was ist denn mit dir passiert? Ah, die ist ja erstarrt. Das heißt, ich kann mir ihr Eis einfach nehmen. Na, endlich. Jetzt kann sie mich sicher nicht aufhalten. Oh, das sieht echt perfekt aus. Glaub mir, Mia, das schmeckt wirklich super. Ich werde mich noch an dir rächen. Hast du etwas gesagt? Ich konnte es nicht hören. Aber warte, ich werde dich ein bisschen auftauen. Dafür brauche ich den Gasbrenner hier. Na, geht's dir besser, Mia? Oh, tatsächlich, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Hey, wo ist mein Eis hin? Du hast es aufgegessen. Ups. Na, ich müsste mir doch so eine Art Belohnung besorgen, oder? Mach dich an deinen Maiskolben. Ja, das hatte ich eh vor. Okay. Probieren wir mal. Vielleicht schmeckt's ja. Gar nicht schlecht, aber ich habe eine bessere Idee. Was hast du denn vor, Susie? Na, ich habe mich daran erinnert, dass man ja aus Mais Popcorn machen kann. Dafür muss ich den Kolben wegschmeißen und die Körner erhitzen. Dafür brauche ich diese Bratpfanne und den Herd. Gleich lasse ich mein Popcorn so richtig poppen. Oh Mann, es fliegt mir direkt ins Gesicht. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, ausschalten. Mein Gericht ist fertig. Wow, was für ein toller Plan. Ich wusste, du wüsstest ihn zu schätzen. So schmeckt der Mais doch gleich viel besser. Und das Einzige, was hier noch fehlt, ist eine Schokoglasur. Aber das werde ich sofort ändern. Oh, ist das schön? Jetzt ist mein Gericht einfach perfekt. Ich bin mir sicher, das wird mega lecker. Köstlich. Susie, du wolltest doch mit mir teilen, oder? Okay. Ach, wirklich? Ja, gerne. What? Was auch immer du fängst, gehört dir. Hey, könntest du ein bisschen besser zielen? What? Tut mir leid, ich kann dich kaum sehen. Und außerdem bin ich so müde. Gib mir das Popcorn. Das schaffe ich auch ohne deine Hilfe. Das gehört mir. Gib es her. Oh nein, du hast es einfach fallen lassen. Jetzt regnet das Popcorn. Hey, das ist voll unfair. Ich glaube, wir sind quitt. Das Popcorn gehört mir und der Eimer dir. Nächste Runde. Mal sehen, was uns erwartet.
Oh, ich habe eine Coca-Cola. Nicht schlecht. Das kannst du laut sagen. Hm. Und was habe ich? Brokkoli. Bloß nicht das. Ich will auch eine Cola. Verliererin. Komm drüber hinweg. Hör auf, mich zu verspotten hier. Ach, komm schon. Das mache ich doch gar nicht. Ich werde nur gleich meinen Erfolg genießen und diese Cola hier trinken. Oh ja, die schmeckt so erfrischend. Jetzt wird es aber Zeit, etwas Neues zu erleben und Schokolade hinzuzufügen. Zweifellos wird das das Getränk noch besser machen. Wow! Die Flasche ist wieder voll. Aber warum kommt da nichts? Okay. Das Getränk muss wohl zu dick geworden sein. Ich muss es einfach ausquetschen. Hey, was ist denn hier los? Oh, ich hab's voll vermasselt. Haha, wie siehst du denn jetzt aus? Oh, aber weißt du was? Das schmeckt mega lecker. Davon will ich doch gleich mehr trinken. Wow, kannst du mir auch vielleicht was geben? Nein, sicher nicht. Du sollst deinen Brokkoli essen. Ja, danke, dass du mich dran erinnerst. Das werde ich dir nie vergessen. Oh, dieser Brokkoli stinkt total. Ich muss es so schnell wie möglich hinter mich bringen. In dieser Situation kann mir nicht mal die Schokolade weiterhelfen. Einfach ekelhaft. Das würde ich niemandem raten. Du musst das aber aufessen. So sind die Regeln. Ja, wenn du drauf bestehst, okay. Aber das verspricht echt nichts Gutes. Ich will mir das wirklich nicht in den Mund legen. Ich muss mich einfach beeilen. Je schneller ich esse, desto schneller habe ich es hinter mich gebracht. Aber es ist trotzdem noch eklig und noch so viel übrig. Also, um ehrlich zu sein, will ich dir gar nicht dabei zuschauen. Du hast mich aber dazu gezwungen. Ja, aber das sind nun mal die Regeln. Komm schon. Das war das letzte Stück. Oh nein, was ist mit meinem Bauch los? Hey. Boah, du hast ja voll die Blähungen. Ich glaube, ich muss pupsen. Bitte hör auf, Susie. Was hast du denn gemacht? Sorry. Für sie. Hey, hört auf. Es wird Zeit zu sehen, was denn Margot sich wünscht. In Ordnung, ein Burger. Das ist ganz schön toll. Sind alle bereit für die Challenge? Na, dann wollen wir loslegen. Oma beginnt mit dem Brötchen. Ja, getoastete Brötchen schmecken gleich viel besser. Jetzt brauchen wir Hackfleisch. Die Oma macht aus dem Hackfleisch Hackfleischbällchen, legt sie auf die Pfanne und drückt sie mit dem Spatel fertig. Darauf kommt jetzt eine Scheibe leckerer Käse und natürlich eine Tomate, Zwiebel und das Brötchen obendrauf. Hooray! Super! Jetzt ist die Schwester dran. Ganz normale Brötchen passen ihr nicht. Was? Ein Donut? Der sieht ja appetitlich aus. Die Schwester schneidet ihn in zwei Hälften und nimmt sich Schokolade. Das ist ja mega süß. Aber hier kommt noch etwas. Ah, das ist ja saures Gel. Ganz schön gut, aber sauer. Und jetzt noch ein paar Marshmallows. Jetzt noch ein paar Gummibärchen und Beerensirup. Ja, warum nicht? Jetzt kommt noch der Donut obendrauf und fertig sind wir. Wunderschön. Der Oma scheint das ganz schön zu gefallen. Aber Wednesday lässt sich nicht beeindrucken. Wir beginnen wie immer mit den Brötchen, aber natürlich mit schwarzen. Jetzt braten wir die Bulette. Was macht denn Wednesday da mit dem Käse? Oh wow, sieht ja richtig cool aus. Jetzt ein Stück Gurke. Wow, dieser Burger sieht ja so aus, als hätte er einen Mund. Aber hier fehlt noch was. Gut, dass das eiskalte Händchen stets zur Hilfe steht. Ah, wir brauchen ein paar Glotzer. Sieht aus, als ob das hier Wednesday braucht. Ach, Oma, bitte beruhig dich. Die Hand ist ganz harmlos. Absolut. Also, Wednesday hat jetzt diese Augen. Und die kommen jetzt auf den Burger drauf. Schaut euch dieses Monster an. Ganz schön gruselig, aber trotzdem appetitlich. Na, Margot, probier was. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, dieser Burger sieht richtig toll aus. Probieren wir mal. Ganz schön lecker. Und was haben wir jetzt?
Baum sieht ganz schön normal aus. Sind das etwa Zwiebeln? Das werde ich nicht essen. Und was haben wir hier? Oh, ich liebe diese Gummibärchen. Oh, so viele Süßigkeiten. Also, ich suche mir einen Gewinner aus. Und das ist der Burger von Wednesday. Schmeckt richtig gut. Na, gut gemacht, Wednesday. Will die etwa lächeln? Oh, schaut euch das an. Wednesday lächelt. Und jetzt ist es ihr zu peinlich. Oh, sieht so aus, als würden sich die Schwester und das Händchen gut verstehen. Aber es ist Zeit, für das Händchen nach Hause zu gehen. Und unsere Helden sollten das nächste Gericht kochen. Heiße Schokolade. Die lieben wir doch alle, oder? Ich hoffe, alle sind bereit. Los geht's. Die Oma kocht wieder zuerst. Sie schüttet die Milch in einen Topf, gibt Kakaopulver hinzu. Jetzt alles schön umrühren. Oh ja, eine Tafel Schokolade macht den Geschmack noch intensiver. Oh, das sieht ja schön aus. Oma gießt die heiße Schokolade in ihren Lieblingsbecher. Diese Art von heißer Schokolade wärmt jeden auf. Jetzt ist die Schwester dran. Hey, pass auf, du solltest die Schokolade nicht ganz aufessen. Ja, Oma hat recht. Man muss ein bisschen Zucker hinzufügen. Oh Mann, was hat die denn vor? Schaut euch diese Naschkatze an. Oh, das ist ein bisschen zu viel Zucker für die Oma. Okay, Zeit, Milch hinzuzufügen. Vorsicht! Oh, Schwester, du solltest vorsichtiger sein. Du verschwendest ja die Milch. Jetzt ein bisschen Lebensmittelfarbe. Oh, schaut euch diese Schönheit an. Diese Creme ist so bunt. Und das sieht ganz schön appetitlich aus. Hier kommen noch ein paar Streusel drauf. Das ist ja schön serviert. Also allerhand. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf. Und ein paar Marshmallows. Oh, und das ist noch nicht alles. Oh, was für süße Figuren. Ich frage mich, ob die auch essbar sind. Und natürlich dürfen wir den Strohhalm nicht vergessen. Na, Wednesday, jetzt bist du dran. Da brauchst du wohl dein Händchen, oder? Oh, was für ein furchtbarer Becher. Oma, du solltest deine Nerven schonen. Wednesday schüttet Schokolade in den Becher. Hier kommt noch etwas Schlagsahne obendrauf und natürlich Beerensirup. Sieht gut aus. Und ein paar Haribo-Gummibärchen. Oh, schaut euch dieses einzigartige Arrangement an. Die heiße Schokolade ist fertig. Oh, wow, schaut euch das an. Das sieht so schön aus und schmeckt richtig gut. Gefällt mir. Yay! Wow, wow, wow. Und das ist die heiße Schokolade von meiner Oma. Gefällt mir auch. What? Oh, wow, das sieht ja komisch aus. Seltsam, aber ich probiere mal. Auch nicht schlecht. Und wer gewinnt? Meine Schwester. Wir gratulieren dich. Die Runde geht an dich. Na, sieht so aus, als wären unsere Helden bereit für unsere nächste Runde. Was erwartet uns diesmal? Aha, sie wünscht sich ein paar Pommes. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Gericht zuzubereiten und zu servieren. Mal sehen, wer was kochen wird. Natürlich fangen wir mit den Kartoffeln an. Oh, die Schwester scheint die ganz schön seltsam zu schälen. Das scheint der Oma nicht zu gefallen. Aber andererseits, es ist ja ihre Lieblingsenkelin. Jetzt müssen wir die Kartoffeln irgendwie runternehmen. Und die Oma hilft dabei. Die Schwester schneidet die Kartoffeln mit einem speziellen Messer. Schaut euch dieses schöne Relief an. Es wird Zeit, ein bisschen Farbe hinzuzufügen. Wow, was für bunte Farben. Jetzt kommt etwas Öl auf die Pfanne und die bunten Kartoffeln kommen obendrauf. Großartig. Mit heißem Öl sollte man ganz schön vorsichtig sein. Vorsicht! Die bunten Pommes sind fertig. Die kommen jetzt auf den Teller und wir sind fertig. Come on! Die Oma bevorzugt eine klassische Version des Gerichts. Und manchmal ist die klassische Version die beste, nicht wahr?
Oh ja, Pommes mit Ketchup, dieser vertraute Geschmack aus der Kindheit. Gut gemacht, Oma. Ja, das habe ich toll gemacht. Und womit wird uns Wednesday diesmal überraschen? Die Kartoffeln von Wednesday sind bereit. Na, wie wird sie denn sie servieren? Ah, was ist das denn? Oh nein, Wednesday, du hast die Seite verwechselt. Oma, das solltest du dir nicht anschauen. Du Arme, du hast ja schwache Nerven. Wo waren wir? Ah ja, Pommes. Wednesday färbt die Kartoffeln schwarz. Wow, das sieht ja schön aus. Hier kommt noch etwas Ketchup rein und fertig sind wir. Sieht so aus, als würde die Schwester Wednesdays Gericht zu schätzen wissen. Mal sehen, was Margot dazu sagt. Na, was haben wir hier? Hä? Sind diese Kartoffeln verbrannt? Oh nee, die schmecken gut. Und mit Ketchup. Großartig. Oh, davon will ich gleich alles aufessen. Köstlich. Also, der nächste Kandidat. Sieht appetitlich aus. Ist auch nicht schlecht. Aber so wird's noch besser schmecken. Mach's gut, Pommes. Njam, njam, njam. Voll lecker. Ich glaube, ich bin schon satt, aber diese will ich noch probieren. Oh, die sind so richtig schön bunt. Awesome. Das schmeckt auch richtig toll. Wow! Noch ein letztes Stückchen. Ups. Keine Sorge, mir geht's gut. Also Leute, seid ihr bereit für die nächste Runde? Na, lasst mal sehen. Pfannkuchen. Oh, das ist ja köstlich. Ich hoffe, unsere Helden wissen, wie man dieses wunderbare Gericht zubereitet. Na, los geht's. Oma ist immer die Erste. Sie gießt den Pfannkuchenteig vorsichtig auf die Pfanne. Seht ihr die Kruste? Das heißt, wir können das Ding umdrehen. Ach, dieser Pfannkuchen ist einfach perfekt. Das ist es, was jahrelange Erfahrung bedeutet. Wednesday, was ist los mit dir? Sieht aus, als bräuchtest du hier Hilfe. Lass mich raten, schwarzer Farbstoff? Natürlich. Das ist ja schließlich Wednesday. Schön umrühren. Oh, ich glaube, die hat Spaß dabei. Na, wie auch immer. Jetzt aber braten. Sieht ja schön aus. Schwarz sieht einfach edel aus. Was ist deine Lieblingsfarbe? Schreib's mir in den Kommentaren. Und im nächsten Video machen wir vielleicht ein Gericht in deiner Lieblingsfarbe. Und inzwischen scheint die Schwester etwas Interessantes zu machen. Wow, das ist ja kein Pfannkuchen mehr, das ist ein Meisterwerk. Oh oh, irgendwas an dieser Farbe stimmt nicht. Na los! Au, das war ein Schuss direkt ins Auge. Ich hoffe, der Schwester geht es gut. Hauptsache nicht aufgeben, egal was passiert. Na, machen wir weiter? Oh, schaut euch dieses Einhorn an. Na, das sieht ja richtig, richtig toll aus. Oh, da ist die Oma aber ganz schön stolz auf ihre Enkelin. Und was hat die Oma da? Oh, das ist ja das gute alte Rezept mit Butter und Ahornsirup. Bei ihrem Anblick läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, die Pfannkuchen von Wednesday sind auch gebacken. Die sehen ganz schön ungewöhnlich aus. Wednesday gibt ihren Lieblingsbeerensirup hinzu. Schön viel davon. Wow, was ist das denn? Sind das Spinnen? Oh, Oma, beruhig dich. Diese Spinnen sind aus Schokolade. Also, probieren wir mal. Was zum Teufel ist das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Okay, den Pfannkuchen probiere ich. Nicht schlecht. Und was haben wir hier? Oh, sieht ja appetitlich aus. Schmeckt einfach super. Was ist das denn? Ein Einhorn? Ist ja süß und schmeckt köstlich. Juhu! Und diesmal gewinnt meine Schwester mit ihrem Einhorn.
Ah, super, super, super. Ich habe gewonnen. Wow, so fast. Da sitzt sie mir. Warten Sie bitte. Ich komme. Hello. Guten Tag. Danke. Das alles ist für mich. Ich werde das Bett jetzt ein bisschen aufmöbeln. What? Was macht sie? Jetzt zeige ich euch, wie man ein schlechtes Bett in ein perfektes Bett verwandeln kann. Alles, was ich dafür brauche, ist kaum viel. Oh, ich kann nicht halten. Pass auf. Alles gut. Keiner wurde verletzt. Also, mache ich weiter. Geht es dir gut? Ja, ja, alles ist in Ordnung. Ich habe ein sehr wichtiges Detail für meine Konstruktion gefunden. Lass es dort liegen. Noch ein. Das war's. Das ist erledigt. Jetzt der Bohrer. Au, ich falle. Ich habe doch gesagt, du solltest vorsichtig sein. Alles ist in Ordnung. Jetzt werde ich den Müll loswerden und werde mein Bett bauen. Es ist sehr einfach. Alles, was man tun muss, ist, die Bretter gut zu befestigen, und das ist schon die halbe Miete. Fertig. Ich habe es gut gemacht. Cool. Perfekt. Erledigt. Wow, ich will auch so ein. Ich kann es mir leicht leisten. What? Schon da. Kommen Sie herein. Hier ist Ihr Geld. Wir machen gleich alles. Vielen Dank. Was ist das? Puh, das war hart. Wieso? Das ist sehr cool. Das ist keine Überraschung. Ich werde das beste Bett haben. Cool. Und Sie haben die Blumen gestellt? Sehr gut. Ja, gut gemacht. Mit den Kissen ist alles fertig. Awesome. Noch der letzte Schliff. Und achtet auf eure Augen. Wow. Und was hast du gedacht? Wirst du das beste Bett haben? Oh, es ist so hart, hier zu sitzen. Es ist so schön hier. Was sieht sie mich an? Na gut, was soll ich hier tun? Das könnte mir jetzt sehr gelegen kommen. Vorhänge. Jetzt wird es sicher wunderschön werden. Und was wäre, wenn ich etwas anderes nehme? Auf einen Schlag. Jetzt muss alles auf den Punkt gebracht werden. Okay. Ich brauche einen Tacker. Immer eine gute Hilfe. One more. Los geht's. Ein Vorhat ist fertig, jetzt den zweiten. Yes. Geschafft. Aua, warum wirst du den Tacker? Wow. Ja, ja, ich werde jetzt alle überraschen. Die Hauptsache ist festzubinden. Ich habe eine wunderschöne Hängematte. Ja, ich kann mich drauf ausruhen. Sehr bequem. Hello. Hat sie sich eine Hängematte gebaut? Sei nicht neidisch. Oh, es ist yes. irgendwie langweilig. Eine Idee. Die Hängematte ist noch nicht nötig. Ich werde einen Tisch aus diesem Nachttisch und diesem Stoff machen. Es sollte schön sein. Jetzt brauchen wir noch Besteck. Ich habe einen schönen Teeservice mit so süßen Tassen. Willkommen bei der Teeparty, meine Freunde. Oh, was für ein Kindergarten, eine Teeparty. Ich habe eine bessere Idee. Ich möchte Musik hören. Sie wird bestimmt eifersüchtig auf mich sein. Hallo? Kommen Sie rein. Stellen Sie sich hier hin. Feiern Sie heute Abend eine Party? Was für eine Party ohne Lichter. Ja, Sie haben recht. Gut gemacht. Dankeschön. Und jetzt rufe ich alle meine Freunde an. Mädchen, hallo, hallo. Ich habe euch schon so lange nicht gesehen. Lasst uns Spaß haben. Jetzt wird's richtig geil. Was machen Sie da? Nicht reinkommen? Ich wollte das aber selbst nicht. Es ist so laut. Das ist unmöglich. Meine Ohren. Macht die Musik aus. Nun, ich werde es Ihnen jetzt zeigen. Ich rufe die richtigen Leute an. Man wird sich um Sie kümmern. Ja, die Musik ist zu laut. Kommen Sie, ich warte. So schnell? Hallo, dorthin bitte. Wir bringen alles in Ordnung, keine Sorge. Sie? Ja, ja. Ein Profi ist am Werk. Mädchen, Sie machen zu viel Lärm. Das ist nicht gut. Ich habe eine Idee. Es ist für Sie. Vielen Dank.
Es ist ein Vergnügen, mit so netten Leuten Geschäfte zu machen. Ich wünsche euch eine schöne Party. Was für ein schöner Tag heute, der mich zum Tanzen und Lächeln bringt. Habe ich recht? Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Sieht nur, wie man Probleme lösen soll. Ach so, schon wieder. Okay, ich habe auch eine Idee. Ich weiß, wie man Spaß hat. Du wirst sehen, meine Party wird 100-mal besser als deine sein. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Globus. Ich hole die Disketten. Großartig, jetzt reicht es aber. Jetzt muss ich sie ein bisschen zerschneiden. In kleine Quadrate ausschneiden. Passt auf. Erledigt. Ich habe jetzt viele glänzende Quadrate. Sie müssen auf meinen Globus geklebt werden. Und fertig. Es ist wunderschön. Jetzt soll ich es hier aufhängen. Es sieht perfekt aus. Ich kann die Wand mit den übrig gebliebenen Scheiben dekorieren. Ich habe so gut ausgedacht. Ich habe keine Lautsprecher, aber ich habe Schlauheit dafür. Ich drehe meine Lieblingsmusik lauter, damit sie jeder hören kann. Gefällt es euch, meine Freunde? Was ist das? Was für eine coole Party. Wir müssen dorthin gehen. Hallo, dürfen wir zu dir? Ja, natürlich, macht mit. Es ist eine Teeparty, wie aufgeregt. Wie ist das möglich? Ich brauche etwas Licht. Das Buch ist so interessant. Was ist das? Das Licht blinkt. Das ist nicht gut. Es ist aus. Hey, funktioniert doch. Was soll ich tun? Wow, ich habe eine Kiste mit Glühbirnen. Das sind ganz schön viele. Die hier sollte passen. Oder sie könnte für etwas anderes verwendet werden. Alle Glühbirnen auf den Boden auslegen. So. Und dich brauche ich sehr. Genau gesagt, dein Kabel. Erledigt. Jetzt soll ich die Lampen anbringen. Es hat geklappt. Was macht sie da? Ich befestige nun die Girlande um den Rand des Bettes herum. Was ist das? Super, was für eine Schönheit. Es ist sehr hell. Jetzt kann ich mein Buch weiterlesen. Ach, ich bin so begabt. Wow, wenn du so kannst, dann kann ich es auch. Ich brauche eine Lieferung, dringend. Guten Tag. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Bringen Sie Licht in dieses Bett. Kein Problem, ich habe alles, was ich brauche. Sie werden das hellste Bett aller Zeiten haben. Schalten wir an und fertig. Wunderschön, hier ist Ihr Geld. Danke. Oh nein, was für ein Albtraum, alles steht in Flammen. Mein Bett, was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Wir müssen jetzt auslöschen, jetzt. Ich werde alles tun, ich rette dein Bett. Erledigt! Das war wirklich beängstigend, aber wir haben das geschafft. Komm zu mir. Na ja, gehen wir. Was kann ich noch tun? Aber hier ist es bei dir sehr schön. Und deine Spielzeuge sind cool. Frieden! Ja, natürlich Frieden. Unser wartende Challenge mit Torten. Cool, lass mich anfangen. Gerne. Mal sehen, mit welcher Zutat ich meine Torte dekorieren kann. Wohin will dieses Rad sich eigentlich noch drehen? Bingo. Ich mach die Augen zu und stoppe es. Hey, what's the matter with you? What? Was, Wasabi? Ich hab von was Besserem geträumt. Come on! Hey, jetzt bist du dran, das Rad zu drehen. Ich hoffe, wenigstens hab ich Glück. Wow! Der Pfeil ist direkt in der Mitte. Das heißt, dass ich beides bekomme. Das sind Kinder Bueno und Nutella. Come on! Und das Beste daran ist, dass ich beides auf meine leckere Torte packen kann. Wow, wow, wow! Ich liebe Nutella. Aber wie lässt sich die Creme gleichmäßig über den Kuchen verteilen? Genau. What? Hey. Oh. Was hat sie vor? Alright, alright, alright. Ich brauche ein paar Werkzeuge. Ein Spatel sollte mir helfen. Das sieht so köstlich aus. Diesen Kuchen würde ich auch gerne probieren. Awesome. Das ist noch nicht alles. Jetzt kann ich die Schokolade noch mit dem Roller gut verteilen.
mal auf. Und jetzt kommen noch die Schokoriegel dazu. Erstmal die Verpackung loswerden. Und dann kann ich mich an die Arbeit machen. Wow! Wow! Es ist sehr wichtig, die Maße nicht zu verwechseln. Okay. Deshalb benutze ich ein Maßband. Alles hat die perfekte Größe. Jetzt kann ich die Torte mit den Schokoriegeln umranden. Hey, worauf wartest du noch? Okay. Du hast noch 2 Tuben Wasabi. Die riechen sogar scharf. Aber ich werde beweisen, wie mutig ich bin. Wasabi kann mir doch keine Angst machen. Jetzt muss ich den Wasabi über den Kuchen verteilen. Kann ich deinen Spatel verwenden? Ich glaube, mir wird das nicht stören. Oh, da ist sogar noch etwas Nutella übrig. Erledigt. What? Natürlich werde ich den Spatel nicht waschen. Mia kriegt etwas Wasabi hinzu. Seltsam, wieso ist die Schokolade grün? Ist das Wasabi? Hey. Kate, du solltest dich schämen. Wie konntest du das wagen? Du hättest mir fast ins Auge getroffen. Come on! Das war's. Genug geredet. Zeit, das Ding zu probieren. Hey. Ich glaube, Kate hat den Verstand verloren. Wünscht mir Glück. You gross! Na, wie ist es? Jetzt will ich auch was von der Torte probieren. Ich bin mir sicher, das wird einfach magisch gut. Ich hatte recht. Das ist der beste Kuchen, den ich je probiert habe. Ich kann einfach nicht aufhören. Das ist eine echte Schokoladenbombe. Schokoladenbombe. Ich hingegen kann meinen Kuchen nicht wirklich essen. Das brennt ja richtig. Oh nein, mein Mund verbrennt gerade. Ich brauche dringend was anderes. Ich brauche noch mehr. Mach, dass du wegkommst. Als Strafe kriegst du noch dieses kleine Rad hier. Okay, schlimmer kann es eh nicht werden. Oh nein. Los, keine Eier. Ich hasse Eier. Das geschieht dir zu Recht. Ich glaube, du musst die Eier nicht unbedingt auf den Kuchen geben. Wie wär's mit einer Eierdusche? Das ist furchtbar. Ich bin völlig nass. Das wird köstlich. Mia, warum schläfst du? Ah ja, genau. Oh ja, ich krieg Bonbons. Und was bekomme ich? Futter? Aber ich bin doch kein Hund. Du musst das Futter aber essen. Und auf mich wartet ein ganzes Fass voller Leckereien. Hey! What? Awesome! Ich habe noch niemals bevor Hundefutter probiert. Aber vielleicht schmeckt es ja. Ich noch nicht einmal die Packung auf. Ach so, das ging so. Oh no! Ja, das stinkt ja richtig. Meine Bonbons gefallen mir richtig gut. Die sind so schön sauer und lecker. Die gehören auf meine süße Torte. Die werden den Geschmack super ergänzen. Erstaunlich, das sieht klasse aus. Jetzt will ich aber was probieren. Sieht ja schön aus. Die Säure kann ich spüren. Das gefällt mir. Kate, hör auf, mich anzustarren. Iss deinen Kuchen. Na, ich will die Packung nicht einfach umkippen. Das wird zu viel sein. Eine Handvoll wird reichen. Das ist gut. Oh nein, du musst alles damit bestreuen. Okay. Wieso bist du so gemein? Oh no! Na, bist du glücklich damit? Jetzt esse ich diesen Kuchen mit Hundefutter. Ich
hoffe, ich muss von der Torte nicht kotzen. Oh. Hey, you. Oh, das ist ja mega eklig. Oh, hallo, wer bist du denn? Du kommst gerade rechtzeitig. Schau, wie viel Butter ich habe. Was ist hier los? Wo kommt der Hund her? Ich bin allergisch gegen Hunde. Mach, dass du wegkommst. Oh, die ist ganz schön gemein. Na gut, wenn Hunde das essen können, kann ich das auch essen. Nein, ich kann nicht. Was jammerst du? Oh, meine Süßigkeiten sind auch mega sauer. Sogar viel zu sauer. Zu schade, dass ich kein Handy hier habe. Ich würde ein Foto von dir machen. Nun, wenn du dich jetzt eh nicht bewegen kannst, dann kann mein Hund natürlich die Torte probieren. Schon wieder dieser Hund. Du hast schon wieder gegen die Regeln verstoßen und nicht das gegessen, was du bekommen hast. Du bekommst einen Bestrafungsrat. Oh no! Nein, bitte nicht. Okay, ich muss es eh tun. Oh nein, das wird mein Make-up ruinieren. Das wird sicher lustig. Oh, jetzt muss ich mir mein Gesicht waschen. Ich finde, das steht dir. Wirklich. Ich wünsche mir einen Donut. Ah, das ist doch kein Problem. Natürlich doch, mein Liebes. Das ist nicht schwer. Hey, Oma, du hast ja schon den Teig fertig. Mein Teig ist auch bereits bereit. Ich habe nämlich jahrelang geübt. Jetzt muss ich die richtigen Formen ausstanzen und das Öl in die Pfanne geben. So werden meine Donuts richtig schön knusprig. Ich frage mich, ob ich das auch schaffen kann. Also, ich brauche einfach nur den Teig und die Form, oder? 1, 2, 3. Oh, Schatz, sei doch bitte vorsichtig. Aha, jetzt brauche ich also ein bisschen Öl, was? Ah, je mehr, desto besser. Das wird auf jeden Fall der Hammer. Es kann losgehen. Oh nein, was ist los? Wieso spritzt das denn? Oh, die Küche ist kein Ort für Kinder. Ich bin fast 12. Ich bin kein Kind mehr. Hier, nimm das. Oh, blöde Donuts. Ich muss den Herd ausschalten. Gerade noch mal so gut gegangen. Oh Mist, wie sehen denn jetzt meine Donuts aus? Die werde ich wohl wegwerfen müssen. Oh, mein Kleines, du hast mich erschrocken. Oh, ich weiß ja nicht, meine Donuts sind bereits fertig. Jetzt muss ich sie nur noch aufschneiden und da ein bisschen Sirup reingeben. Und der Zuckerguss darf natürlich nicht fehlen und natürlich ein paar Streusel. Fertig sind wir. Oh, gar nicht schlecht, aber die Oma ist auch schon bereit. Jetzt nehmen wir die Donuts raus aus der Pfanne. Und obendrauf kommt ein bisschen Puderzucker. Awesome. Hä, und was soll ich tun? Ich habe doch gar keine Lebensmittel mehr. Außer diesem Käse her. Ah, ich glaube, ich habe eine geniale Idee. Ha, dieser Käse ist genauso zähflüssig wie ein Teig. Ich kann einfach einen Käsedonut machen. Und da kommen noch ein paar Chipskrümel mit hinein. Oh, was ist denn hier los? Ein Erdbeben? Oh nein, das ist deine Enkelin. Immer mit der Ruhe. Ich bin ja auch schon fast fertig. Das hier werden meine Streusel. Ah, sieht doch toll aus, oder? Aber hier fehlt noch was. Ah, ich weiß. Ich muss meinen Donut einfach ein bisschen anbraten. Direkt auf dem Herd. Oh, das macht richtig viel Spaß. Ach, mein Kind, wir sind fertig. Was könnte besser sein als Donuts von der Oma? Oder vielleicht die von der Chefköchin? Oder vielleicht die von Jane? Oh, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Wow, ich liebe diese rosa Donuts. Mm, die schmecken gut. Und die hier sehen ganz normal aus. Oh. Schmecken auch ganz normal. Ich bin nicht beeindruckt. Wow, was für ein interessanter Donut. Den probiere ich mal. Wow, das ist ja Käse. Und der schmilzt ja so richtig im Mund. Köstlich. Oh, was soll ich bloß wählen? Okay, ich habe mich entschieden. Diese Erdbeerdonuts gewinnen. Tja, die Chefköchin Emma gewinnt. Und jetzt habe ich Lust auf einen Salat. Hammer! Wow!
Was denn für ein Salat? Ein Cäsarsalat, das ist der berühmteste Salat. Ich weiß, wie man den macht. Ich muss einfach die Tomate schneiden. Oh, mein Kleines, was tust du denn da? So geht das nicht, man muss vorsichtiger sein. Schau mal, ich zeig dir, wie das geht. Ein paar Salatblätter, ein paar Tomaten, jetzt kommt noch eine Hühnerbrust mit hinein. Wunderbar. Ich würde nicht sagen, dass das so einfach ist. Ich zeig euch, wie man eine schöne Portion Salat macht. Dafür gebe ich einen ganzen Haufen Grünzeug in den Mixer und gebe das Wasser hinzu. Das ist ja so eine Art grüner Brei. Das ist kein Brei, das ist Haute Cuisine. Jetzt muss ich die entstandene Mischung etwas abkühlen. Und schon habe ich ein Gelee erhalten. Ach du meine Güte. Ja, darf ich mal? Jetzt können wir hier ein bisschen Gemüse mit hineingeben. Und das Brustfilet darf nicht fehlen. Und das ist noch nicht alles. Ein bisschen Öl. Oh nein, was ist denn hier los? Ich muss zu meinem Salat noch ein bisschen Käse hinzugeben, stimmt's, Jane? Ja, Oma. Und was soll ich machen? Ich schneide einfach ein bisschen Gemüse. Du machst das ja schon wieder. Oh Mann, das sieht ja schrecklich aus. Wie ein Berg von Essensresten. Ich weiß, was ich machen kann. Ich benutze einfach Kaugummi. Damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Aber nicht nur Kaugummi, sondern auch noch ein paar Glotzer und ein paar Gummibärchen und ein paar Marshmallows. Wir sind fertig. Was für wunderbare und köstliche Gerichte unsere Teilnehmer kreiert haben. Aber was wird Gloria wohl mehr mögen? Das werden wir gleich herausfinden. Womit soll ich anfangen? Was für ein komisches grünes Gelee-Ding. Sieht ja witzig aus. Nee, das ist voll ekelhaft. Gefällt mir nicht. Und dieser Salat sieht ziemlich gewöhnlich aus. Ganz einfacher Salat, einfacher Geschmack. Wow, das ist ja cool. Das ist ja ein Gummibärchensalat. Oh, was für eine köstliche Kombination. Das mag ich viel mehr. Das hier ist auf jeden Fall der Gewinner. Yeah, habe ich doch gewusst. Gloria, wir warten. Diesmal wünsche ich mir ein Spiegelei. Oh, das ist doch ganz einfach. Das schaffe ich. Okay. Das schaffe sogar ich. Zuerst kommt etwas Öl in die Bratpfanne. Gib mir mal auch etwas von dem Öl. Wieso kommt da so wenig? Ich muss die Flasche fester schütteln. Oh nein, ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Jane, ach Menno. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an die Eier. Die werden aufgeschlagen. Ah, das kann ich auch. Oh Mann, das ist ja voll schlampig geworden. So macht man doch keine Eier. Ich zeige euch, wie das geht. Zuerst erhitze ich etwas Sahne. Jetzt gebe ich etwas Orangenschalen mit hinein. Und eine geheime Zutat. So mache ich ein ganz besonderes Gericht wie aus den besten Restaurants. Jetzt schneide ich Pfirsiche und füge diese spezielle molekulare Kochsubstanz hinzu. Es ist an der Zeit, kulinarisch zu zaubern. Und jetzt braten wir ein paar Molekulareier. Wow, sowas habe ich mal auf YouTube gesehen. Oh, Jane, was machst du denn da? Aha, meine Eier, alles steht in Flammen. Oh, was für ein Albtraum. Ich werde definitiv verlieren. Na, mal sehen. Gloria wird auf jeden Fall nicht hungrig bleiben. Aber welches Gericht wird sie auswählen, das werden wir gleich herausfinden. Ist es die Großmutter, die Superköchin oder vielleicht einfach nur die Schwester? Womit soll ich anfangen? Ich probiere das hier. Oh, gar nicht schlecht. Und was ist das? Das werde ich nicht probieren. Was für ein ungewöhnliches Ei. Wow, das schmeckt ja süß. Ich liebe es einfach. Ich wähle dieses Gericht aus. Ja, ich wusste es. Hey Oma, wir sind hier in der Challenge. Oma, ich wünsche mir ein Sandwich. Aber natürlich doch, mein Liebes. Ihr werdet auf jeden Fall verlieren. Ja, das werden wir ja noch sehen. Ich mache meinen Toast mit Nutella. Schön viel Nutella. Und als Toppings verwende ich noch Marshmallows und eine Tafel Erdbeerschokolade und süß-saure Marmeladenzungen. Awesome. Ich bin mir sicher, dass dieses Sandwich noch etwas Soße gebrauchen kann. Und natürlich etwas prickelnde Brause. Wunderbar.
Das ist ganz schön originell, aber ich denke, es ist besser, sich an traditionelle Rezepte zu halten. Senf, Schinken, Käse, Salatblätter, alles zusammen. Jetzt können wir dieses Sandwich noch knusprig anbraten. Nein, Oma. Du musst zuerst das Brot anbraten und dann die Füllung dazugeben. Und die wichtigste Gourmet-Delikatesse sind natürlich Schnecken. Was? Schnecken? Was für ein Gestank! Ach, dieser Duft riecht nach Paris. Und hier kommen natürlich noch ein paar Meeresfrüchte mit hinzu. Oh, das riecht furchtbar. Wunderbar. Und zum Schluss füge ich noch etwas Schimmelkäse hinzu. Oh, der Oma geht's nicht gut. Das ist ein kulinarisches Meisterwerk. Unglaublich. Ich habe mich selbst übertroffen. Also ich finde, mein Sandwich sieht auch gut aus. Oh, die Schokolade ist geschmolzen. Aber ich weiß, was ich tun kann. Ich nehme mir einfach eine Schüssel mit Wasser. Gib da Eis hinein. Und da kommt jetzt noch meine Schokolade rein. Und schon ist sie gefroren. Oh, das hast du gut gemacht, mein kleines Mädchen. So unterschiedliche Teilnehmer und so unterschiedliche Sandwiches. Was wird wohl Glorias Wahl sein? Das finden wir gleich heraus. Wow! Oh, was für ein schönes Herz. Und was ist das denn für ein Sandwich? Probieren wir mal. Das sind ja Schnecken. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ich hasse Schnecken. Oh, was für ein nettes Herz. Komm mal her. Richtig lecker. Ich liebe dieses Sandwich. Dieses Sandwich sieht ganz gewöhnlich aus. Oh, schmeckt aber lecker. Das ist besser als alle anderen. Ich wähle dieses Sandwich aus. Oh ja, die Oma hat gewonnen.